Hallo, meine Freunde. Ich bin euer freundlicher Psychologe, Dr. Freundlich. Ich komme durch den Äther, um euch zu trösten und aufzubauen. Das Thema des heutigen Tages ist Liebe. Liebe, die tief unten schlummert in der wabbelnden Masse von Gewebe, die euer Herz ist. Die Liebe in euren Herzen enthält kein Cholesterin. Auch wenn es keinen Bypass zur Liebe gibt, braucht ihr keinen dieser kleinen Ballons, um euer verschlossenes Herz zu öffnen und euch selbst zu öffnen für die glückliche Person in eurem Innern. Badet sie, pudert sie, windelt euer glückliches Selbst mit Liebe und ihr erlebt nie den herzzerreißenden Frust der Ablehnung. Nun zu den Anrufen. Hallo, wer ist dran? Hallo, Doktor. Ich heiße Dina und rufe an, weil ich kürzlich geschieden wurde. Halt, drücken Sie auf Pause und spulen Sie zurück, Wiener. Ihr unglückliches Selbst muss ja völlig am Boden zerstört sein. Nein, ich bin froh, den Kerl los zu sein. Es ist doch nur, dass ich stelle mir oft dieselbe Frage, Wiener. Aber ich habe doch noch gar nicht gefragt. Erst gestern Abend, als ich wie immer allein in meinem Apartment sinnierend vor einer 5-Minuten-Terrine saß, sagte ich zu mir... Ja, aber ich wollte wissen, wie das mit meinem Ex-Mann... Furchtbar depressiv bist du, seit ich dein Kätzchen verlassen habe. Puppe aus der Schale, Buffy. Mary Ann, such den Preis in den Flaggen. Es ist kein Preis im Müsli, Schatz. Ich hab den Preis aber gefunden. Das ist eine Rosine. Oh, Rosine, Rosine. Wow, sie hat eine Rosine auf ich der Nase. Ich hab eine Rosine gefunden. Spitzig. Oh, Buffy. Skip, der Hund will Gassi gehen. Keine Ausrede, Skip. Schon gut, schon gut. Oh. Sonst macht er wieder auf den Teppich. Mann, das war stark. Skip, führ den Hund aus. Ist schon gut, ich gehe. Was macht es, wenn ich schon mal in Ruhe meine Zeitung lesen möchte? Der Hund ist natürlich viel wichtiger. Buffy, das reicht. Wehe, wenn das falsche Alarm ist, Freund. Und halte ich diesmal so lange zurück, bis wir im Garten eines Nachbarn sind. Hey! Hey! Warte! Halt! Bist du? Oh nein, das ist Al. Grüß dich, Skipper. Oh Gott. Und wie geht es so, Al? Ah, der glückliche Ehemann Skip Binford. Hab ich dir schon erzählt, dass meine Scheidung durch ist? Das vierte Mal in dieser Woche, Al. Ja, mit Wiener und mir ist offiziell finito. Ja, das Leben ist hart, Al. So eine Scheidung reißt dir das Herz raus und lässt es vor deinen Füßen zappeln wie eine sterbende Forelle. Ein farbiges Bild, Al. Ich bin selber schuld. Stimmt, Al. Wiener meinte, ich würde sie nicht beachten. Sie hat gekocht, gewaschen, sie hat mich an meinen beiden Operationen gepflegt und ich habe mich immer nur beklagt. Ist ja nicht zu fassen, Al. Ich wollte nicht mal die kleine Katie ausführen, ne? Du hast dich wegen eurer Katie beschwert? Und wie geht es deiner wundervollen Frau? Oh, Beth, oh, Aje, es geht ihr gut, toll, war nie glücklicher. Sehr gut, Skipper, Junge, halt sie fest. Es ist schwer, in unserem Alter neu anzufangen. Die Welt draußen ist herzlos. Ja, mag sein. Oh. Jetzt heißt es für Katie und mich allein hinaus in die Wüste. Wüste? Oh, Al, es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Hm.
Jetzt öffnen sich neue Horizonte. Hey, lass uns in Kontakt bleiben. Ja, unbedingt. Nicht im Traum. Wir sind zurück, Schatz. Und wie geht's dir? Oh, mir gefällt deine neue weite Hose. Na gut, was hast du getan? Gar nichts. Darf ich dich nicht Schatz nennen? Mit wem hast du geredet? Nur mit dem Schleimer Al. Zum Glück zieht er morgen aus der Stadt weg. Klar bist du froh, dass er wegzieht. Wiener ist ja hier. Was meinst du damit? Runter da. Ich habe nicht vergessen, wie du mit ihr auf dem Bazar geschäkert hast. Ich habe ihr nur hinterm Tresen geholfen. Du kommst zu spät zur Arbeit. Ich meine, oh, wirklich, Schatz. Ach, füttere den Hund, Skip, mähe den Rasen, Skip, bring den Müll raus, Skip. Jetzt gab es eine Geschichte und dann gab es Kekse. Dann haben wir ein Nickerchen gemacht. Und dann, ja, Schatz. Dann, nach dem Nickerchen, haben wir... Schön, mein Schatz. Haben wir gespielt und gegessen. Und dann waren wir auf der Rutsche und auf dem Klicker gerissen. Und im Sandkasten. Und dann haben wir Valerie von der Schaukel geschmissen. Hey, Mom! Ich glaube, der Hund ist der Blinde. Nein, der Hund ist nicht blind. Er ist schon so, seit dein Vater ihn heute Morgen ausgeführt hat. Blöder Hund. Kathi, komm jetzt baden. Ich will aber nicht baden. Komm jetzt, Billy, geh ins Bett. Ach, Dad, diese Rettungsleute holen gerade den Kopf eines Kindes aus dem Kanalschacht. Das ist so cool. Kathi, geh in die Wanne. Ich will aber nicht baden. Mach den Fernseher aus. Aber Dad, das ist die beste Stelle. Jetzt ziehen sie den Kopf des Kindes gerade aus dem Schacht. Kathi, Kathi. Fernseher aus! Sofort! Verstanden? Aber Dad, die reiben das Kind gerade ein! Ins Bett! Jetzt! Mann, diese Familie ist ätzend! Ich bin sauber! Genug, Buffy! Geh jetzt ins Bett! Lacht! Schlaf gut! Lass dich nicht an den Wachsen da ist die Klappe, Rosinen hören! Ich will eine Geschichte! Nein, keine Geschichte! Ich hab dich lieb. Gute Nacht. Ich will eine Geschichte. Morgen Abend. Schlaf jetzt. Warte, lass mich dir helfen, Mumu. Mumu? So hast du mich ja ewig nicht mehr genannt. Du fühlst dich irgendwie schuldig. Schuldig? Ich? Aber Schatze, du, ich... Schatze, mit der Ehe ist es... ich will nicht, dass du dich vernachlässigt fühlst. Weißt du, es ist eine kalte Welt da draußen. Denk nur an Al und Wiener. Ach, so ist das. Es geht um Wiener. Uff, hey, jetzt mach aber einen Punkt. Na komm, Mumu. Sag nicht Mumu zu mir. Ich habe gesehen, wie du beim letzten Ball an ihrem Kleid genestelt hast. Oh, ihr Reißverschluss war aufgegangen. Was denn? Sollte ich etwa zulassen, dass sie ihr Kleid verliert? Das hättest du sicher gern gesehen. Oh, hör auf, Mumu. Mumu, der alte McDonald ist hier. Mumu. Lass das. Gibst du mir die Milch, Mumu? Ich meine, Mom. Bitte. Genug, das reicht jetzt. Skip, hast du Hunger? Buffy, iss dein Müsli. We'll be right back.
Was? Tut mir leid, Junge, aber es ist nicht erlaubt, dass du ohne Leine herumläufst. Komm her, Junge. Wie oft muss ich Billy noch sagen, dass er den Zaun reparieren soll? Schatz, tut mir leid, dass ich dich letzte Nacht so aufgeregt habe. Glaube mir, mich interessiert niemand sonst als du. Oh, Skip, mir tut's auch leid. Es ist ja nur, dass Vina so hübsch ist. Und nein, 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 lange nicht so hübsch wie du, Mumu. Oh, Skip. Pass gut auf, kleine Mumu, denn der alte McDonald sitzt wieder im Sattel. Iai, iai. Oh, das kriegst du zurück. Einsame Welt da draußen. Nun, auf zu neuen Horizonten. Habe ich Nord- oder Süd-Dakota zu Ihnen gesagt? Nun ja. Oh. Oh. Hm? Hm?
Komm, Kitty, wir fliegen mit dem Flugzeug. Setz dich, Mädchen, auf nach Süd-Dakota. Passagiere des Fluges Nummer 20 nach Pierre, Süd-Dakota, werden in 10 Minuten abgefertigt. Weist sie eindringlich darauf hin, dass alle Fahrzeuge, die länger als 3 Sekunden in der weißen Zone stehen, abgeschleppt und auf Kosten des Gewichts zerstört werden. Vielen Dank. Und entlaufen. Officer Spriggs und Quickly verfolgen ihn. Und ich eröffne einen schnellen Biss in Süd-Dakota. Schauen Sie doch mal rein. Ja, sicher. Möchten Sie noch eine Beinschale? Hab ich nicht. Entlaufener Hund gefasst. Achtung, Achtung, Passagiere des Fluges Nummer 20, bitte jetzt zur Abfertigung nach Gate 17. Das sind wir, Katie. Hallo, Sicherheitsdienst. Dieser Köter geht nirgendwo mehr hin. Over. Oh nein! Achtung, der Hund ist Quickly entwischt. Nachricht für Mr. Burton. Miss Young erwartet Sie an der Gepäckabfertigung. Ich hasse das hier. Sehen wir aus wie Terroristen? Ein Terrorist. Wohin willst du, Saddam? Wer, ich? Nur ein Bild von mir und meiner Ex-Frau. Ich kann mich einfach nicht davon trennen. Wie kommt der Hund hier rein? Katie, ich bin froh, dass der Captain dir erlaubt hat, neben mir zu sitzen. Hoffentlich war dir mein Tränenausbruch nicht peinlich, hä? Hier ist Ihre Decke, Mrs. O'Brien. Oh, ist das nicht süß? Sieht aus, als seien Sie ganz doll verliebt. Aber dieser Flug ist ausgebucht. Wiedersehen!
davon. Danke. Rollbahn-Sicherheitsdienst, Hund unter Kontrolle. Oh nein! Hundeblase außer Kontrolle. Schön, wenn auch von kurzer Dauer.